Hallo, Ihr Rennmarker. Der Rennmarker möchte jetzt die Zweigriff-Mischbatterie montieren. Die Arbeitsschritte. Wir müssen uns überzeugen, wie sind die Abstände. Wir haben in diesem Fall 150 mm. Ich habe die Hahnverlängerungen ausgemessen und eingedichtet. Jetzt ist es wichtig, die Hahnverlängerungen und die Exzenter sind leicht gerändelt. Bei den Exzentern nochmal leicht mit der feinzahnigen Metallsäge rübergehen. Und dieses gerändelte Gewinde eindichten. Bei den Hahnverlängerungen werden wir eine Quetschverbindung machen. Wir dichten nur den hinteren Teil ein. Würden wir das ganze Gewinde eindichten, könnte es sein, dass wir in der Wand die Wandscheibe sprengen. So lassen wir die Gewinde, zwei, drei Gewindegänge frei, die hinteren dichten wir mit Hanf ein, fest einziehen, Gewindekit. Jetzt möchte ich mit unserem Sanikreuz, ich habe mir die Hahnverlängerung ausgemessen, mit den innenliegenden Wandscheiben verschrauben. Jetzt werde ich die beiden Exzenter einschrauben. Wichtig ist für uns, wir müssen jetzt die 150 mm einhalten und die beiden Exzenter so einschrauben, dass sie in Waage sind. Jetzt legen wir die Wasserwaage drauf und müssen ausrichten. Das passt doch nicht genau.
Jetzt habe ich unser 150 mm und habe unsere Exzenter ausgerichtet. Jetzt müssen wir diese Öffnungen verschließen mit Silikon. Jetzt ist es eine Auftischbatterie, aber sollten wir die Exzenter in einer Dusche verarbeiten, läuft uns das Wasser hinter und das gibt großen Schaden. Und das wollen wir vermeiden. Jetzt werde ich die Öffnungen mit Silikon verschließen. Etwas anfeuchten, damit wir das nicht an den Fingern haben, reindrücken in unsere Öffnungen und dann kann uns dort kein Wasser hinter die Fliese. So, jetzt setzen wir unsere Rosetten drauf. Unsere Dichtungen nicht vergessen, die Dichtungen einlegen und die Batterie verschrauben. Und wir die Batterie mit den Exzentern verschrauben. Das war die Montage einer Aufputzbatterie. Der Rennmarker bedankt sich. Bis zum nächsten Mal.